Eine groß angelegte Staffelübung fand in Himberg statt. Beteiligt waren die Feuerwehren Himberg, Zollfaxing, Pellendorf, Marie-Lanzendorf und Velm sowie das Rote Kreuz. 6 Einsatzfälle wurden simuliert, einer davon war ein Giftmittelaustritt in einer Schmiermittelfirma. Am vergangenen Wochenende fand die diesjährige Unterabschnittsübung der Feuerwehren Himberg, Pellendorf und Zwölfachsen statt. Als Ergänzungskraft nahm auch die Feuerwehr Marie-Lanzendorf daran teil. Seitens des Roten Kreuzes waren die First Responder aus Himberg und Rettungsteams aus Schwechat und Bruck an der Leiter im Einsatz. Wir haben gerade unser erstes Einsatzszenario bekommen mit einer kurzen Anfahrtsbeschreibung und wer die einsatzleitende Feuerwehr ist, in diesem Fall wir. Also unser erstes Übungsszenario, ein Verkehrsunfall, und wir werden versuchen, das bestmöglich abzuhandeln. Es wird ja bei einer Übung auch ein bisschen angespannt? Natürlich, immer. Also die Übungen bei uns werden auch sehr realistisch gestaltet, mit Figuranten von der Rettung, geschminkten Personen, also sieht ziemlich echt aus. Die Einsatzkräfte wurden in unterschiedlichen Übungsszenarien gefordert, mit dabei natürlich auch Rettungskräfte des Roten Kreuzes. Wir sind sehr dankbar, dass wir bei solchen Übungen teilnehmen dürfen, die auch von den Feuerwehren ausgearbeitet sind. Wir üben speziell die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr im verletzten Bereich, wo die Feuerwehr uns unterstützen kann oder wir die Feuerwehr unterstützen können, um Verletzte fachgerecht retten zu können gemeinsam. Bei dieser Form der Übung spricht man von einer sogenannten Staffelübung. Das heißt, es werden teilweise hintereinander oder sogar parallel Einsatzszenarien geübt. Also die werden auch in einer Staffelform von den übenden Feuerwehren oder Einsatzkräften, die Rettung ist auch dabei, angefahren und dann abgearbeitet. Wir sind heute in der Schmierstofftechnik. Der Firma Mapo, ja. Was ist passiert? Ja, wir haben hier einen Arbeitsunfall, das heißt, wir haben einen IBC-Tank mit brennbarer Flüssigkeit, der bei Staplerarbeiten umgestürzt ist und eine Person darunter mit dem Fuß eingeklemmt ist. Dann haben wir dazu noch den Austritt dieses Mediums, leicht brennbare Flüssigkeit. Und jetzt ist die Kunst, also diese Person so schnell wie möglich aus dem Gefahrenbereich herauszuschaffen, das Abdichten des IBC-Behälters voranzunehmen und dann auch natürlich alle Einsatzkräfte und auch die Person, die in dem Gefahrenbereich war, zu dekontaminieren. Alles unter Beobachtung der Gemeindevertreter, denn selbstverständlich würden auch diese im Ernstfall auf den Plan gerufen. Was wären dann Ihre Aufgaben in einem Ernstfall? Naja, grundsätzlich, wenn wirklich irgendwas Gröberes passieren sollte, auf Holz klopfen, das wünscht sich natürlich niemand. Natürlich schauen, was los ist und auch die Unterstützung von Seiten der Gemeinde mit Fahrzeugen, mit finanziellen Mitteln, mit Möglichkeiten, die eben die Gemeinde hat. Wir unterstützen die Feuerwehr immer. Wir haben zum Beispiel jetzt auch vor kurzem für Himberg und für Velm 2 Feuerwehrautos angekauft und einstimmig beschlossen. Die sind bereits in der Vergabephase und werden in einem Jahr kommen. Also das ist ganz wichtig, dass die Feuerwehren auch entsprechend gut ausgerüstet sind und wenn sie entsprechend auch üben, sind sie immer auf Stand der Technik. Und das ist für uns optimal und auch für mich als Bürgermeister sehr beruhigend. Wie bereitet man sich denn so vor auf so eine Übung? Naja, durch die allgemeinen Übungen, die wir so oder so immer haben und auch unsere Ausbildung, sind wir darauf eigentlich meist recht gut vorbereitet. Und ja. So eine große Übung gibt es ja nicht oft, oder? Es sind heute, glaube ich, 6-7 Stationen. Ein-, zweimal im Jahr haben wir so große Übungen. Aber dass wir so viele sind, das hat man jetzt schon länger nicht, ja. Wie viele Feuerwehren und wie viele Männer sind da heute beteiligt? Ja, ich schätze, dass wir in ungefähr 120 bis 140 Personen hier involviert haben, also von Übungsteilnehmern, von Feuerwehr und Rettung und natürlich auch Übungsbeobachtern aus den umliegenden Feuerwehren und aus den umliegenden Bezirken. Es ist wichtig und es ist beruhigend, wenn wir so eine tolle Feuerwehr haben und tolle Feuerwehren haben und auch der ganze Unterabschnitt hier mithilft. Wenn im Fall des Falles ein Unfall ist, dass die Leute bestens einfach gerettet werden können und geschützt werden können.